Viele Menschen leiden unter Nervenzucken, das oft um die Augen oder Mundwinkel auftritt. Doch was kann man dagegen tun? Nervenzucken sind unwillkürliche Muskelzuckungen, die vom vegetativen Nervensystem ausgehen. Sie können durch Magnesiummangel oder ernsthafte Erkrankungen verursacht werden. Medikamente mit Nebenwirkungen sind ebenfalls mögliche Auslöser. Es ist wichtig, die genaue Ursache abzuklären. Ein Neurologe kann helfen, die richtigen Schritte einzuleiten. Neben Magnesiummangel können auch ein Mangel an Kalium und Vitaminen Nervenzucken verursachen. Stress und ungesunde Lebensgewohnheiten spielen ebenfalls eine Rolle. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind entscheidend. In den meisten Fällen sind die Zuckungen harmlos und verschwinden von selbst. Eine Blutuntersuchung beim Hausarzt kann Aufschluss über Mineralstoffmängel geben. Die Ernährung sollte reich an Obst, Gemüse, hellem Fleisch und Fisch sein. Erst mindestens 2 Liter Wasser täglich sind wichtig. Stressabbau durch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation kann helfen. Vermeiden Sie Alkohol und Zigaretten. Mit kleinen Schritten und Geduld können Sie das Nervenzucken in den Griff bekommen.